Filmer Sund Wunden and den Beinen. Eigentlich wollte Roxy, 28, nur ein paar entspannte Tage in Kroatien verbringen. Doch auf einer Party scheint ihr ein unbekannter etwas ins Glas gemischt zu haben, sie kann sich nämlich nicht nur an nichts mehr erinnern, sie hat auch überall blaue Flecken und Kratzer. Nun spricht die einstige Temptation Island Kandidatin über den dramatischen Vorfall. Nach einem Getränk fällt ihr die Erinnerung. Sommer, Sonne, Strand und Meer, die best Mischung für eine ausgelassene Party. Doch die endete für Roxy mit einem Filmriss. Ich weiß nichts mehr, ab dem Punkt, wo ich das Getränk in der Bar nach der Toilette getrunken habe. Vague. Nichts mehr, erlautet sie sichtlich schockiert den Vorfall. Doch ihr fällen nicht nur Teil des Events. Sie hat auch Blessuren davon getragen, ihre kompletten Beine sind voller blaue Flecken und Schürfwunden. Was ist passiert? Ein Fan des Reality Stars hackt nach und fragt, ob Roxy keine Sorge hat, vergewaltigt worden zu sein. Doch das schließt sie aus, denn, ich sehe es war immer noch schlimm aus, aber dadurch, dass ich Gott sei Dank aktuell mein Riegel habe und einen Tampon hat ich das gemerkt, wenn da was passiert wäre. Sie ergänzt, wäre ich jetzt unsicher gewesen, was mit mir ist oder das da was passiert wäre, dann hat ich mich auch untersuchen lassen. Das Problem ist aber, selb wenn ich den Nachweis hab, dass da was in meinem Getränk hab, was ich zu 100% weiß, dann konnte ich den a nicht belangen dafür. Weil, ich hab keine Erinnerung, wer das war. Ich hab keen gesicht im Kopf. Bleibet zu hoffen, dass sie mit ihre Vermutung recht behalt.